Vorhin hat es Einfach. noch gut funktioniert. Immer, ich mache mal kurz einmal Kamera aus und an oder so. Jo. Ja, aber ich glaube, das hängt dann bei mir. Wir gucken mal schnell. Mal nicht, dass da irgendwas im Hintergrund bei mir runterlädt. Ich mache mal alles Nervige aus. Jetzt sieht es besser aus. Jo. Wunderbar. So, also, jetzt seid ihr auch im Bilde bei mir. Mal schauen, den Ton müssen wir wahrscheinlich ein bisschen lauter machen von euch. So, sag nochmal was. Jo, Einmal hörst mich? frei. Ich glaube, das ist okay so. Ja, das ist nice. Jo. So, dann muss ich den Stream noch leise machen, sonst höre ich mich dreimal. Ja, den musst du leise machen. Ja, cool. Ja, dann stellt euch doch mal nacheinander vor, überhaupt, was ihr seid, was ihr so neben dem Bildschirm macht und überhaupt. Fabian, fang du mal an. Jo. Ich bin der Fabian, ich bin hier Student an der Uni Heidelberg und studiere eigentlich Informatik, so neben dem Bildschütz. Und ich habe letztes Jahr meinen Jagdschein gemacht und ja, bin jetzt seitdem so langsam im jagdlichen Bereich unterwegs. Jo, mein Name ist Tobias. Ich komme ursprünglich auch so aus der IT, habe irgendwann mal Fachinformatiker gelernt. So Dayjob ist auch irgendwie Zeug mit Menschen, die was mit Computern machen vor allem. Genau, und wir haben uns irgendwie ja, vor 2 Jahren haben wir einen Podcast gemacht gemeinsam. Und nach dem Podcast saßen wir immer zusammen und haben gesagt, so, hey, das ist eigentlich doch total doof, dass es so schwer ist, an gutes Wildfleisch zu kommen. Und Fabian meinte so, ja, nee, er macht gerade seinen Jagdschein. Ist überhaupt nicht schwer. Also jetzt nicht per se schwer. Also ja, also für mich schon. Also ich habe keinen Jagdschein, ich kenne jetzt einen Jäger, okay, super, das macht es mir jetzt einfacher. Aber sonst ist es halt einfach voll schade. Und so sind wir auf die Idee gekommen. Und so haben wir dann losgelegt. Das klingt ja gut. Ihr wisst ja auch, was ich arbeite. Ja, sag mal. Also ich bin Teamlead IT Operations bei uns in der Firma. Oh, was Ähnliches habe ich auch gemacht. Ich war mal verantwortlich für den IT-Betrieb, also so Plattformbetriebsschissel. Das war aber eine Abteilungsleiterrolle. Aber ansonsten Ja, bei ein uns ganz gibt es aber auch nur wichtiger noch den Geschäftsführer über mir. Also kommt fast aufs selbe raus. Job. Ja, eh. Ja, aber dann können wir heute richtigen Nerd-Talk machen eigentlich. Genau. Und allen anderen natürlich tierisch auf die Nerven gehen wahrscheinlich, Ja, ja. die finden uns jetzt schon komisch, alle drei, wie wir da sind. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, nee, aber das ist okay. Nee, das ist ja cool. Das erklärt natürlich auch, warum ihr da so in, ich weiß nicht, so gibt ja viele so ITler, die dann gern in so Startup-Moves übergehen. Und gerade auch noch, wenn man das studiert, da ist einem langweilig und dann möchte man gern mal in die Richtung gehen, habe ich so das Gefühl. Aber ihr macht gar nichts IT-mäßiges sozusagen, ne? Also so, wir hatten es vorhin das Thema ja über Heated und so weiter. Da ist ja noch ein bisschen mehr IT drin. Ihr seid quasi wirklich, weil der Bedarf da war, habt ihr euch das gedacht, ne? So habe ich das so ein bisschen rausgehört. Ja, es war halt mitten in der anlaufenden Corona-Krise. Also wir saßen irgendwie im April, Mai letzten Jahres zusammen und hatten halt tatsächlich so wir hatten beide so Stories, ne? Fabian hat die Story von Jägern, die gemeint haben, hey, sie kriegen ihr Fleisch nicht los, weil ihr typischer, das Gasthaus hat zu, wo sie abliefern. Ganz viele Leute nehmen halt nicht mehr ab gerade, weil halt auch keiner weiß, wie es weitergeht gerade. Und ich hatte eine Story, die habe ich Fabian dann erzählt, und zwar, ich komme ursprünglich aus München und habe also in der Münchner Vorstadt in Erding gewohnt damals und wollte damals für ein Familienessen irgendwie Wild kaufen. Und dann hat mir jemand den Tipp gegeben, ja, du musst beim Forstamt anrufen. Und dann habe ich beim Forstamt angerufen und die meinten, ja, sie können mir helfen, sie haben da eine Liste, die können sie mir faxen. Ich so, woher soll ich ein Faxgerät nehmen? Ich habe kein Faxgerät. Kein Was? normal also, nee, sorry, habe ich nicht. Also, Komisch. ja, also gibt Menschen, die haben sowas zu Hause stehen, aber ich nicht. Dann haben wir uns geeinigt, dass sie mir das auf die Arbeit faxen. Und dann war da eine handgeschriebene Liste mit irgendwie Namen von 10 Jägern drauf und Telefonnummern. Und die habe ich dann durchgebimmelt. Und die ersten drei, die ich halt, das Forstamt, das war, glaube ich, irgendwie in Erding. Ich weiß aber nicht mehr so genau, wo das genau war, sorry. Und die ersten drei Namen, die ich angerufen hatte, da waren halt bei zwei waren die Anschlüsse weg. Also das Telefon tutete halt durch. Also tutete nicht mal so. Also kein Anschluss unter dieser Nummer. Also, okay. Es ist also total easy, an Wild zu kommen, wenn du keinen Jäger kennst.
Ja, Kann man nee. sich vorstellen, ne? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nicht funktioniert, weil wie willst du da an Wild rankommen? Das, was du, wir hatten ja vorhin das Thema erst, wenn du das im Supermarkt kaufen willst, zum Beispiel Schweinefleisch, das kommt halt aus den USA und das sind auch keine wirklichen Wildschweine, wie wir das kennen. Das sind halt verwilderte Hausschweine in Massen, die ja vom Helikopter ausgeschossen werden. Und das ist dieses Schweine, das Wildschweinfleisch, was du in den Supermärkten bekommst. Und alles andere ist halt meistens, würde ich fast vermuten, aus Gatterhaltung, also Hirsch und so weiter. Reh gibt es ja gar nicht. Oder habe ich noch nie im Supermarkt gesehen. Und Hirsch und Dammwild, was da alles gibt, gut, das kannst du dann alles im Gatter halten. Ne? Ja, klar. Das ist es halt. Oh, Freising kann es auch echt gewesen sein. Entschuldigung, ich reagiere gerade auf den Chat, ich weiß Ja, nicht, ob das. ist Das ist, okay. ja, Freising kann es gut gewesen sein. Ich habe damals nicht mit Freising gearbeitet. Das kann echt gut sein. Ja, das ist aber echt tatsächlich ein Drama. Und da habt ihr da vielleicht ja auch eine Lücke. Was mich jetzt an der ganzen Geschichte, beziehungsweise ihr könnt ja mal euer Geschäftsmodell bisschen erklären. Und vielleicht hat sich damit dann auch meine Frage, die ich gerade hatte, auch schon damit beantwortet. Weil ihr habt ja gesagt zu mir, das, was in dem YouTube-Video ist, ganz so wollt ihr das doch nicht machen. Und Fülle fand es, keine Ahnung, habt ihr vorhin gesagt. Also erklärt mal ein bisschen euer Geschäftsmodell. Wie habt ihr das vor? Wie kriegt ihr das dann? Wo kriegt ihr das Wildfleisch her? Wie verschickt ihr das und so weiter? Also, Fabian, du springst gerne ein, wenn du magst, sonst erzähle ich einfach mal. Nein. Also, wir haben damals angefangen und haben gesagt, wir wollen eigentlich den Weg zwischen Jäger und Endkonsument so kurz wie möglich kriegen. Also, am liebsten wäre es uns, wenn der Jäger am Schluss die Kiste packt und uns zum Endkunden bringt. Da hat uns dann die Realität recht schnell eingeholt, dass das so nicht immer klappt, ne? Es gibt also, bei Jägern gibt es ja auch. Gibt es viele, super viele, die einen großartigen Job machen und die total ehrlich sind und alles so gut wie möglich meinen und natürlich nur das allerbeste Fleisch verkaufen würden. Und dann gibt es halt Klar. leider auch andere, ne? Vor Und allen dann Dingen ist zu es halt. Drückjagdzeiten verkaufen die am liebsten ihr Fleisch, weil das Ja. ist nämlich das beste Fleisch dann. Okay, weiter, ja. Ja, genau. Also finden die auch immer total super. So, das hat uns recht schnell, ich sag mal, eingeholt im Sinne von, also wir haben dann halt auch viele Gespräche auch mit Jägern selber gesprochen. Und es ist ja nie, also jeder Jäger ist ja der Meinung, also bei ihm ja nie, also ne, jeder selber weiß natürlich, also bei ihm gibt es immer nur das Beste, das ist sowieso klar. Aber es gibt ja welche. Und die Mengen-Stories von es gibt ja welche, die, das hat uns dann so ein bisschen davon abgebracht zu sagen, hey, wir machen das alles direkt mit Jägern und wir machen diesen Weg komplett kurz Und auch und Gespräche mit dem Landesjagdverband, wo wir tatsächlich mit den Jungs auch ja, gesprochen haben. Was kam da so genau. raus mit dem Landesjagdverband? Der hat uns massiv davon abgeraten, irgendwas zu machen und meinte, also auf dem Markt ist Ach komm. überhaupt nichts zu holen. Wir sollten sofort damit aufhören. Wir sollten da Was? nichts machen. Aber direkt Wildfleisch von Jägern zu vermarkten, Landesjagdverband Baden-Württemberg, da der Chef für die Wildfleischvermarktung. Also das können wir auch nicht machen mit den schwarzen Schafen. Also eigentlich sollten wir am besten gar nichts machen. Ja, das ist immer am Oder so der besten. Wort. Einfach erstmal nichts machen besser. Ja, aber ach krass, anstatt dass die sowas unterstützen, ne? Ist auch krass. Eigentlich müsste man sagen, das ist doch das, was wir wollen. Dass wir unser Wild an die Leute bringen, einfach und vor allem und somit auch die Jagd ein bisschen nahbarer machen, weil jeder, der dann Wildfleisch gut findet, der schimpft schon mal nicht mehr über den Jäger. Eigentlich ja genau das, was wir wollen. Komisch, dass da der Landesjagdverband da nicht mitmacht. Das ist halt, Interessant. es ist halt häufig so ein bisschen, vielen Leuten in dem Umfeld, also ne, es wird viel gemotzt, aber es geht vielen auch echt gut. Also ne, Klar. die meisten kriegen ja ihr Fleisch los, also ne, gerade wenn du eine größere Jagd hast, dann hast du ja auch deine Vermarktungswege irgendwie und viele kriegen es ja dann in der Regel schon los. Deswegen ist es nicht unbedingt für alle so, also nicht alle sind immer glücklich, wenn es dann neue Akteure gibt, die neue Ideen mitbringen. Was ja eigentlich total schade ist. Also gerade wie du sagst, es wäre eigentlich total cool, wenn mehr Leute auf das Thema Jagd in einem positiven Sinne aufmerksam werden und halt verstehen, wo das Fleisch herkommt und sich auch mehr mit dem Thema, wo kommt denn mein Fleisch und mein Genuss her, damit beschäftigen würden. Wir Also. haben vorhin schon ein bisschen im Vorgespräch das angerissen, dass die Jäger leider krasse Neider sind und so weiter. So, und das habt ihr in dem Fall dann auch ganz stark festgestellt, meiner Meinung nach, weil die wollen nicht, dass irgendwer anders in ihrer Gegend, und das wärt ihr in dem Fall, weil ihr das ja liefert, da Wildfleisch verkauft. So, nee, das sollen die nämlich die Leute nur bei mir kaufen. Und das ist immer ein bisschen der Ansatzpunkt. Der Jäger ist immer gleich dieser Neid. So, mein Ansatzpunkt ist halt eher der cool. Da kann man die Leute dann dafür öffnen für die Jagd.
und das sage ich auch ganz selbstlobend, das ist für mich auch der richtige Ansatz, wie man es machen soll und nicht Angst haben, dass da jetzt andere kommen und auf einmal Wildfleisch verschicken und vielleicht der Nachbar, den ich eh nicht kenne, 15 Häuser weiter, jetzt auf einmal kein Wild bei mir kauft, was er vorher auch schon nicht gemacht hat, sondern über eure Website dann zum Beispiel. Das ist ja der Gag, weißt du, jeder, also wenn irgendwie ein Jäger auf Facebook oder so ankommt und es anstänkert oder so, es ist halt, also ne, jeder, der einen Jäger hat, der wird ja immer weiter beim Jäger kaufen. Ja, weil es also immer noch keiner, einfacher ist, wie es zu bestellen. Ja, und der hat den persönlichen Kontakt und den Bezug dazu und der weiß, es kommt hier wirklich aus dem Wald und ich kann mal mit dem vielleicht abends auf einen Spaziergang gehen und so. Ey, der wird ja nicht zu uns wechseln. Also das ist ja nicht, was passiert. Und auf der anderen Seite, wenn halt, weiß ich nicht, wir vor Weihnachten halt dutzendweise Bestellungen für Rehrücken haben, ja, welcher Jäger will das machen? Also wer will denn die Mengen hergeben? Also das ist ja dann auch wieder, das ist ja die Gegenseite dazu. Also, der hat halt eben in der Woche vor Weihnachten noch die 50 Rehrücken bei sich in der Truhe. Ja, ja, keiner, natürlich nicht, ja klar. Das hat niemand. Das ist es ja. Und ich weiß ja nicht, wie ist denn euer Ding? Holt ihr euch das jetzt dann vom Wildbretthändler? Geht mal ein bisschen auf eure Beschaffung ein, soweit ihr könnt, wenn euch das nicht irgendwie ein Schnippchen schlägt oder so. Aber so, die Beschaffung würde mich sehr interessieren. Also, wir arbeiten mit mehreren Wildzerlegern zusammen. Zu Wildbretthändlern wahrscheinlich, oder? Ja, genau, Wildbretthändlern. Okay. Anfang haben wir wirklich mit Großhändlern gearbeitet, also Zwischenhändlern. Jetzt arbeiten wir direkt mit den Zerlegern. Da stellen wir gerade auch wieder Teile unseres Sortiments um. Einfach, weil wir immer auf der Suche sind nach möglich, also was wir jetzt versuchen, ist nach regionaler zu werden. Also wir werden nicht dahin kommen, kurzfristig, dass wir wirklich sagen, hier, du bist der Jäger in Oberding und du, dann kommt das Fleisch auch in Oberding von dem Jäger da. Das wird nicht kurzfristig gelingen, einfach weil das wahnsinnig komplex ist. Einfach weil du musst ja dann irgendwie 20.000 Jäger irgendwo haben in Deutschland, um jede Region zu beliefern. Aber natürlich ist es auch dran gelegen, dass wir irgendwie Wege kürzer kriegen und dass wir in jedem Sortiment und jedem Segment unseres Sortiments irgendwie die richtigen Produkte haben von den besten möglichen Lieferanten. Und deswegen setzen wir da auch verschiedene und schauen halt, dass wir immer ein gutes Produkt kriegen. Ja, und das ist ja so ein Dings aktuell mit den Wildbretthändlern, was wir Jäger da erfahren. Und deswegen gibt man ja nur. Also sagen wir so, die Wildbretthändler werden hauptsächlich, so vermute ich, ihr Kohle oder ihr Wild vom Staat bekommen, also von den Staatsforsten. Weil der, sag ich mal, 0815-Jäger, so wie wir, der größte Teil hier ist, der wird definitiv nichts an den Wildbretthändler verkaufen, weil die Preise sind aktuell so dermaßen unterirdisch. Ich glaube, du zahlst bei einem Reh irgendwas um die 2 Euro das Kilo oder sowas und beim Schwein stellenweise unter 1 Euro das Kilo. Und ja, das heißt, vor allem bei den großen Wildbrethändlern. Das war auch so eine Entwicklung, die wir da gemacht haben. Wir haben es halt eben auch gemerkt, tatsächlich, wo wir ganz ursprünglich dann mal waren, hauptsächlich, dass da schon viel Wild auch von den Staatsforsten kommt, weil es eben für einen einzelnen Jäger nicht interessant ist. Und was wir jetzt gerade machen in unserer Umstellung, sind diese kleineren Zerleger, die auch noch vor Ort wirklich eine Annahmestelle haben, wo der regionale Jäger hinkommen kann mit seinem Wild, das Wild sogar unaufgebrochen direkt aus dem umliegenden Wald vorbeibringen kann. Dann wird es auch vor Ort aufgebrochen bei diesem kleinen Zerlegebetrieb. Ja, genau. Und aber die werden wahrscheinlich auch nicht viel mehr zahlen, weil sonst wird es sich nicht wirklich lohnen. Und deswegen sage ich, das ist das Schwierige an der ganzen Geschichte. Also sagen wir wirklich, der 0815-Jäger, der für den ist Wildbretthändler ein Schimpfwort sozusagen quasi, ne? Also, weil das wirklich verramscht wird. So, und jetzt kommt noch was dazu. Jetzt sagen wir mal, ich lese gerade 1,50 Euro beim Reh, ja? Da muss das Reh aber perfekt geschossen sein. So, wenn du irgendwie auf dem Blatt vorne bist oder so, also du kennst das ja, aber so, wenn der, in der Regel musst du bei den hinters Blatt schießen, sodass keins der vorderen Schulterblätter irgendwie beschädigt wird. Und nur dann, wenn das perfekt geschossen ist und alles passt, dann kriegst du die 1,50 Euro. Wenn das schon nicht passt, dann bist du schon irgendwo beim Euro so. Und das für ein Lebensmittel, wo der Jäger in der Regel, ja, wenn es dumm geht, auf dem Reh mal 15 Stunden ansitzt, ja, weil er halt bei 5 Ansitzen nichts vorher gesehen hat, das Ganze dann nachts aufbricht und zerwirkt, unter Umständen vielleicht noch eine Nachsuche hat. Also da, und dann kriegst du 1 Euro fürs Kilo.
Das ist schon krass, ne? Also die Frustration an der Stelle, das kann ich auch verstehen. Also gerade bei den Preisen, die da gezahlt werden, ist das natürlich, das ist für euch Jäger frustrierend. Das kann ich nachvollziehen. Das hat aber ein bisschen auch damit zu tun, wie der Wildmarkt heute ja funktioniert. Also Wild ist so beliebt es bei uns ist, also bei Leuten, die das Produkt kennen und die sich damit beschäftigen, halt an ganz vielen Stellen leider noch ein Nischenprodukt. Was eigentlich total schade ist, weil es eigentlich, also jeder hat es mal irgendwann gegessen, findet es auch an sich irgendwie gut, aber dass man das selber irgendwie auf den Grill packt oder so, das ist halt noch total nischig. Und deswegen wird extrem viel von dem, was der Wildzerleger oder der Wildgroßhändler produziert, wird dann auch wieder in Kanäle, geht dann auch wieder in Kanäle, die selber wieder einen sehr, sehr schlechten Preis haben. Also wenn ich dann das fertigte Wild in eine Kantine verkaufen muss oder in ein Altenheim, die ja auch einen extrem hohen Preisdruck haben, dann werde ich da, dann kann ich ja in der ganzen Kette nicht viel Geld verdienen. Also dann muss ich ja überall massiv auf den Preis drücken. Was wir jetzt versuchen, uns an den Endkunden zu wenden und dem das Produkt schmackhaft zu machen, zu erklären, auch dahin zu bringen, wo er halt ist, auf Facebook, auf YouTube, auf den Social Media Plattformen und zu erklären, hey, guck mal, das ist ein Produkt, das ist nachhaltig, das ist verständlich, das ist Geschmack und Genuss, der halt vernünftig ist, ja, und nichts mit Massentierhaltung oder so zu tun hat, dann kann ich das Produkt auf eine ganz andere Ebene heben. Und dann kann ich hoffentlich auch einen faireren Preis in der Einkaufsseite zahlen irgendwann. Klar, die wollen auch Geld verdienen, das sind auch keine netten Menschen, nicht per se. Nee, es ist einfach so in der Welt, ja. Ja, aber dann habe ich überhaupt die Chance, auch einen faireren Preis auf allen Seiten damit zu nehmen, ne? Genau, das war ja auch so ein bisschen das, was dieser Quarks-Beitrag da, Quarks und Co. Gedöns, da sagen wollte, dass prinzipiell das ein sehr gutes Lebensmittel ist. Und das ist es ja auch. Man weiß oftmals, und selbst wir Jäger wissen oftmals nicht wirklich, was damit anzufangen. Also, wie gesagt, ich habe neulich diese Rehschnitzel gemacht. Wäre ich vorher nie drauf gekommen, wenn Nico nicht gesagt hätte, ey, nee, lass mal nicht auf den Grill machen, wir machen Rehschnitzel. Und die waren einfach mega, da kommt man nicht drauf, weil Reh wird einfach gebraten, Ende aus, so. Ich habe irgendwann dann zumindest mal mit Steaks angefangen, das war schon mal ganz gut. Jetzt die Schnitzel waren einfach mega, ja. Da kannst du sagen, was du willst. So gute Schnitzel wirst du weder bei Schwein noch bei Kalb noch bei sonst irgendwas bekommen, die sind einfach wahnsinnig zart. Das ist halt irgendwas, was man an die Leute ranbringen muss. Weil was kriegst du denn im Wirtshaus? Das ist ja der einzige Kontakt, was viele mit Wild überhaupt haben. Da kriegst du irgend so einen ranzigen Hirsch daher, der aus irgendeinem Gatter stammt und was weiß ich, wie alt ist. Und da machen die einen Hirschbraten oder ja, also im Endeffekt ist immer derselbe Firlefanz so. Und wenn du dann auch noch irgendeinen erwischt, der nicht so gut ist, ja, dann war's für dich mit Wild. Und dann schmeckt dir generell Wild nicht. So, das ist ja das, ne? Wenn die Leute immer so sagen, isst du Wildfleisch? Nee, Wildfleisch schmeckt mir nicht. Weil das hat alles diesen Wildgeschmack. Und das stimmt ja gar nicht, weil eine Wildente schmeckt ja ganz anders als ein Reh, ein Wildschwein oder auch ein Hirsch, ja. Also das hat ja jeder seinen eigenen Geschmack. Das sind ja Tiere für sich, hat nichts mit Wild zu tun. Der Wildgeschmack ist ja nicht da. Und wenn ihr das schafft oder hinkriegt, habt ihr ein Konzept? Wie wollt ihr das denn hinkriegen und das unter die Leute zu bringen? Also was für uns, glaube ich, was eine ganz große Rolle bei uns spielt und was halt, ich glaube, auch ein bisschen neu ist, weil sich der Jäger häufig halt nicht bewegt, ist halt wirklich auf Social Media zu gehen, das Produkt zu erklären, mit den Leuten gemeinsam zu kochen. Das ist was wir auch immer mal wieder machen, so Koch-Events. Mal gucken, also jetzt, wenn wir hier den ersten Kontakt zu Twitch machen, vielleicht machen wir auch mal eine Kochsendung auf Twitch, könnte auch lustig sein. Können wir auch vorbeikommen dann. Einfach diese neuen Wege zu gehen, um halt das Produkt, was wir da haben, was wir großartig finden und sehr feiern, auch einfach ja, nahbarer zu machen, besser zu erklären. Da das Gute ist auch, und damit solltet ihr auch werben, dass du zum Beispiel keinen Jagdschein hast, ja. Ich glaube, das ist sehr, 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 sehr wichtig für die Leute, weil wenn du als Jäger deinen Scheiß verkaufen willst, ist das den Leuten so ein bisschen klar. So, ja, der will sein Dreck da losbringen und das gute Behälter. Wenn du aber von außen irgendwie das Ganze so steuern kannst und sagst, so, ich bin auch kein Jäger, aber ich finde das total geil und das Lebensmittel kann dies und jenes, dann ist das immer eine sehr gute Sache, glaube ich. Ja, du sagst, dass die Jäger sich nicht auf den Social Media Kanälen und so bewegen, ist es halt auch einfach schwierig. Es gibt eine sehr große Jagd-Community, gerade in Instagram habt ihr das bestimmt gemerkt. Die meisten wählen da aber für mich ein bisschen einen falschen Ansatz, also zumindestens wenn es in Richtung Öffentlichkeitsarbeit geht, ja, da ist so, die verkörpern nur Jagd. Bei denen gibt es auf dem Account nur Jagd und das ganz straight und da darf auch nichts anderes sein. Das hat halt keine Öffentlichkeitswirksamkeit für Leute, die nichts mit der Jagd zu tun haben. So, und das ist bisher mein Ansatz, ist ein ganz anderer.
ich will einfach lustig so unterwegs sein und dann stellen die Leute fest, okay, ich bin auch Jäger, ja. Also ich hatte früher auch einen komplett Jagd-Account, der hieß Phil's Jagd, den habe ich dann umgeändert und jetzt bin ich da viel freier und kann da ein bisschen machen so. Und das verstehen aber leider viele Jäger nicht, also viele wollen es auch nicht, weil die sagen, okay, ich mache meinen Content für andere Jäger, ist auch okay. Aber viele schreiben sich Öffentlichkeitsarbeit ganz fett auf die Fahnen, aber rennen die ganze Zeit im grünen Logenmantel durch die Gegend und sprechen halt Nichtjäger einfach nicht an. So, und deswegen sage ich, ist das ganz gut, wenn man da von außen das bisschen mehr supportet, wie wenn man sagt, okay, ich bin jetzt auch Jäger und jetzt wollen wir auch noch unser Wildbret hier loswerden, sondern ist das geiler zu sagen, yo, schaut euch das mal an, wir haben mit der Jagd bedingt was zu tun in dem Fall. Eine Hälfte zumindest. Mm. Genau, ja. Nee, finde ich cool. Und was fällt mir noch so ein? Genau, habt ihr dann so quasi selber dann irgendwie wie Kühlstätten so oder kauft ihr das dann direkt beim Wildbretthändler ein und lasst es von dort verpacken und verschicken? Oder macht ihr euch, also ich frage mich ja aus dem Grund, ne? Ich bin in der Logistikfirma und da geht es um diese roten Kisten, diese E2 Metzgerskisten, die kennt ihr ja dann sicherlich. Ja, klar. Und da machen wir so deutschlandweites Pooling. So, und da geht es auch rein um dieses Netzwerk. So oben Oldenburg-mäßig ist das Speckgürtel von Deutschland, da wird das ganze Fleisch produziert und dann wird es hier runter zu Edeka, Metro oder sonst was gepoolt. Mhm. Und dann hast du hier unten die Kisten übrig, ja, dann sind die ja nicht gleich leer, ne? Also so sind wir quasi eine Bank für diese Kisten. Und da ist eben umso besser das Netzwerk wir haben, umso mehr läuft natürlich auch unsere Firma. Und das ist das, denke ich mal, wo ihr dann auch hin wollt, ne? Wahrscheinlich. Genau. Ja. Also für uns ist der nächste Schritt, wir sind jetzt tatsächlich noch, ist mal ganz sehr klein. Zentral. Und klein. Genau, wir sind jetzt noch ganz klein. Wir machen tatsächlich ganz viel aus einer Wildkammer. Also ehrlich gesagt einer ehemaligen Wildkammer, weil ich bin ja kein Jäger. Und das heißt, dass wir, wenn hier die Großlieferung ankommt, dann tragen wir hier die Kisten in den Keller und dann haben wir mehrere große Truhen und Schränke und da wird es dann eingelagert und von da aus dann verschickt auch. Vom einzelnen Jäger praktisch auch kennt, auch von der Anforderung her vom Veterinäramt, was wir da brauchen, ist praktisch eine Wildkammer. Ah, okay, ihr seid dann quasi nur so ein bisschen Zwischenhändler und macht es gerade noch so ein bisschen zu zweit und vielleicht Family, wenn es heiß hergeht oder sowas, aber viel weiter seid ihr da noch nicht. Genau, da sind wir noch nicht, wie du sagst. Wir sind jetzt gerade auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie, wo wir dann auch einziehen können und ein bisschen reinwachsen können, so mit größeren Kühlräumen, wo man auch reinlaufen kann, man mit einer Palette reinfahren kann. Das ist jetzt für uns so der nächste Schritt. Und was wir dann nach und nach schaffen wollen, ist halt, dass wir so die großen Bereiche dezentral versorgen können. Also dass wir sagen, hier, wir haben, sagen wir mal, ein Lager hier in Südwestdeutschland, klar, weil wir hier in Karlsruhe sind. Wir haben vielleicht ein Lager in der Nähe von, im Ruhrpott irgendwo und wir haben ein Lager in Berlin, dass wir da einfach auch die Wege kurz kriegen. Wir klären jetzt gerade, also du hast eben gesagt, ja, wir sind nur Zwischenhändler. Ja, ist tatsächlich so. Also wir sind Händler, ganz klassisch. Aber da sind halt viele, viele, viele kleine Probleme. Also du hast am Anfang angesprochen, wie macht man eigentlich den Versand? Also da geht es ja um so Kleinigkeiten, wie viel Kühlmittel brauche ich denn eigentlich wann? Also wir tracken halt sehr genau, wo haben wir welches Wetter zurzeit, wie warm wird's? Brauchen wir ein oder zwei Kühlbeutel, einfach dass das Gewicht reduziert wird und so. Also lauter so Details. Aber der Ansatz ist schon krass, so weit schon zu gehen, zu sagen, okay, und jetzt gut, wenn ihr Programmieren auch noch könnt, ne? Also kannst du schon was draus bauen, ne? Da kannst du schon eine Software draus bauen, ey, die dir, wenn du mal auf Masse gehst, da ist es ja ganz dann entscheidend eigentlich, ne? Die dir dann sagt, okay, wann brauche ich wie viel wirklich da drin, weil A, das Kühlmittel kostet und Gewicht natürlich, klar. Da kannst du natürlich schon krasse Sachen bauen, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das ist ein schönes Optimierungsproblem. Voll, ja, da kannst du richtig also, Zeit reinstecken. Auch so Fragen wie, wo willst du so ein Lager hinbasteln, ne? Dass du dann sagst, hier, also da spielen ja dann ganz viele Faktoren eine Rolle. Im Moment ist so die eine Frage schon, wir hätten es gerne bei uns in der Nähe, damit wir immer hingehen können, wenn was ist. Aber auf der anderen Seite ist halt, hier, wir sind ne, im Speckgürtel von Karlsruhe, Technologieregion, Löhne sind teuer, Immobilien sind teuer, also das ist alles so Abwägungen, die da reinkommen dann irgendwie. Und dann wollen wir irgendwie noch einen konkurrenzfähigen Preis haben am Ende des Tages. Ah, ist schon tricky, ey. Wo hängt's gerade? Was macht euch gerade am meisten Bauchschmerzen? Also was tatsächlich schwierig ist gerade am Ende des Tages, ist
zum einen die Suche nach einer geeigneten Immobilie. Also wir haben hier in der Region, es gibt Immobilien. Es ist gar kein Problem, hier eine tolle Halle zu bekommen, wenn man 2.000, 3.000, 4.000 Euro Miete im Monat zahlt. Mhm. Das sind halt am Ende des Tages alles Fixkosten, die kann man im Q4 kann man die dann schon finanzieren, wenn man seine Umsätze macht. Aber wie sieht es dann im Frühsommer aus, wenn es regnet? Wo man auf einmal niedrigere Umsätze hat. Ja, weil keiner mehr grillt, ne? Zum Beispiel auch. Ja, tatsächlich ganz klar. Wir haben eine tolle, wir haben uns wahnsinnig viel mit Social Media Werbung und so beschäftigt, um natürlich auch die Leute zu erreichen. Und haben für das ganze Grillsortiment Werbekampagnen aufgesetzt, wo wir sagen, hey, da können wir das Produkt erklären und nahe bringen und so weiter. Und dann regnet das halt einfach den ganzen Mai. Ja. Und du kannst die ganze Werbung wieder in die Tonne kloppen und so. Also, lauter so Blödsinn. Ja. Ist schon tricky. Da habt ihr euch, glaube ich, schon ganz schön was vorgenommen. Also da muss man wirklich so, und so Höhle der Löwen, ist das ein Thema? Absolut. Das ist so eine Frage, wann geht man da hin und wann, also man muss ja auch bereit sein dafür. Also, ja, klar. Ich habe tatsächlich das ein oder andere Unternehmen mit begleitet, was mal irgendwann da war. Das ist aber tatsächlich, also du willst dann auch bereit sein, wenn das dann kommt und dann brauchst du schon die Räumlichkeiten. Welchem Unternehmen hatten wir das vorher? Von Heated haben wir vorhin mal. Genau, von Heated. Ja. Das ist ja eine lange Reise, bis du so weit bist, dass du mit so einem Ansturm auch irgendwie klarkommst. Und wenn ich jetzt sage, hier, ich gehe jetzt in die Höhle der Löwen und dann kommen, weiß ich nicht, 2000 Bestellungen einen schönen Abend, wäre schön für uns, aber so viel Fleisch kann ich gar nicht in den Keller tragen und wieder rauftragen, da breche ich mir den Rücken. Richtig, das kann aber auch ganz schnell das Ende sein, wenn dann alle drauf warten, dann haben die einmal bei euch bestellt und das war's. Genau, das ist es. Und habt ihr dann auch mal ein bisschen so Fleischveredelung oder sowas geplant? Also wirklich, dass man sagt, keine Ahnung, ey, ich weiß nicht, Wild- und Dry-Ager vielleicht schwierig, aber irgendwie auch noch ein bisschen mehr da draus zu machen? Oder ist jetzt erstmal klar, erstmal vielleicht fokussieren auf die Grundlagen? Also jetzt im Moment arbeiten wir sehr daran, dass wir, ich sag mal, zumindest mal für alle Produkte irgendwie 2, 3 Rezepte haben, die wir vertreten können, die wir erklären können. Auch das alleine ist schon relativ viel Arbeit, das so vorzubereiten. Klar, man hat immer seine Rezepte, die man in der Tasche hat, sage ich jetzt mal. Aber das will man ja dann auch wieder so zusammenschreiben, dass gut ausschaut. Aber klar, wir haben auch einen Haufen, also wir kriegen immer wieder Anfragen für Produkte, wo es dann heißt, hey, könnt ihr nicht sowas machen? Wo ich sage, da hätte ich total Lust drauf. Aber dann scheitert es wieder an Kleinigkeiten häufig, die dann auch zusammenpassen müssen. Also ich würde wahnsinnig gerne mich mehr mit dem Thema Frischware beschäftigen, zum Beispiel irgendwie mit Salami. Also Wildsalami gibt es ja tolle Produkte zum Teil. Aber dann brauchst du halt die Lagerkapazitäten dafür wieder. Ja, da beißt man sich immer wieder einen eigenen Schwanz, ne? Das ist echt krass. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich stelle mir das sehr, sehr aufwendig vor. Also wirklich sehr gut, was ihr da macht und dass ihr das auch vorhabt. Ich kenne das schon im Kleinen. Wenn ich mir denke, hier einen Shop aufbauen, verstehst du? Nur für mich jetzt hier ein bisschen so merchmäßig. Das ist mir schon zu viel. Ich habe das angefangen und ich habe mir überlegt und hin und her und dann hast du wieder Fixkosten und da reden wir von ein paar Euro. So, aber wenn du das jetzt im Größeren kalkulierst, ist echt krass und vor allen Dingen, ihr macht es ja auch nicht hauptberuflich, ne? Nee, das ist tatsächlich. Das ist noch so ein Problem. Ein teures Hobby. Ja, ein zeitintensives Hobby. Also ich bin irgendwie letztes Jahr Papa geworden. So. Das ist schon viel gerade. Du jonglierst da schon ganz schön. Aber es macht auch Spaß. Es ist total cool, wenn du irgendwie dann, dann hast du halt regelmäßig Kunden, die sagen so, ich habe jetzt irgendwie am Wochenende, ich will grillen und könnt ihr nicht noch ganz schnell oder kann ich noch vorbeikommen und könnt ihr mir da aushelfen und dann klappt es halt und die haben irgendwie einen Mordspaß damit. Das ist natürlich schon schön. Oder wenn wir irgendwie gemeinsam kochen und Leute sagen, das ist cool. Oder das erinnert mich an, ich habe vor 20 Jahren, haben wir da auch mal ein Steak gemacht oder so. Das ist natürlich toll. Ja, ist schon geil. Ja, nee, ich finde die Idee, also wie gesagt, ich muss echt sagen, ich finde die Idee cool aber ich finde es sehr aufwendig und so Ding. Ich bin echt gespannt, so ich würde gerne mal so in 2, 3 Jahren, ich hoffe, euch gibt es da noch, also hoffe ich wirklich. Wir auch. Ja, ja. Aber dann nochmal mit euch reden. Wer weiß, was dann bis dorthin ist. Ey, vielleicht, keine Ahnung, kann ich ins Kaufland gehen und von euch Wildfleisch kaufen. Weißt du, wie ich meine? Also, man weiß es ja nicht. Ja, ist krass. Ja, das ist tatsächlich das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir sitzen ja auch ab und an da abends und dann denkst du so, wo willst du denn da eigentlich hin und was wäre denn eigentlich der Traum, was da mal gehen könnte und so. Und klar, wenn du dann siehst, es könnte irgendwie in einem gut sortierten, weiß ich nicht, in einem feinen Laden, in einem Bioladen sein oder so. Das wäre natürlich schon cool, ne?
weil es halt ein schönes Produkt ist. Ja, und weil ihr auch Mühe gibt, ne? Das ist so bestimmt auch. Was waren bisher so die frustrierendsten Dinge jetzt mal außer Immobiliensuche, so wo man sich gedacht hat, ach komm, lass den Scheiß nicht machen einfach. Hat man doch immer so, gerade in der Anfangsphase, oftmals, Ja, glaube ich. ich fand die Welle, also vor allem, wenn ich vielleicht beantworte das beide einzeln, aber ich fand die Welle, die halt die Jäger zum Teil gemacht haben. Also wir haben zum Teil echt Negativität irgendwie auf Social Media abbekommen, wo ihr denkt so, ey, wir wollen euch doch nichts. Wir wollen echt nichts Böses, wirklich nicht. Und dann kommt da so eine Welle, wo du denkst, nee, Mach mal echt. Beispiele, richtig. Ich bin voll auf eurer Seite, ich kaufe euch das sofort ab. Mach mal Beispiel, was kam da so? Was war da so ein Treffer, wo man sich denkt, ey, muss das sein? Ja, dass halt dann irgendwie wilde Unterstellungen gemacht werden, was das für Fleisch sei oder sonst wie, was halt einfach haltlos ist, also was einfach nicht stimmt. Also wie du sagst, ne, unser Fleisch kommt halt vor allem aus den Staatsforsten und so. Wir schauen auch sehr genau drauf, wo unsere Zulieferer das herbeziehen. Und dann wird uns unterstellt, das wäre irgendwie, das andere Beispiel, was du vorher gebracht hast, irgendwie Wildfleisch aus den USA aus dem Helikopter geschossen, was vollkommen Ah, haltlos ist. okay. Und nicht, also ist einfach nicht wahr. Aber natürlich wird sowas behauptet und das steht dann halt mal auf Social Media. Also, Wer macht denn sowas? In Zukunft kommt er zu mir, ich bin die Jägerpolizei Größere auf Insta. Jäger. Ach Also komm. wir haben tatsächlich auch schon dann die mal an. Also wir hatten da einen, der hat dann auch mal, der hat erst kommentiert auf Instagram und dann hat er auch mal bestellt bei uns, haben uns ein bisschen gewundert und haben den auch gefunden im Internet, haben mal angerufen und konnten auch schon mehr darüber erfahren, was da so ein bisschen die Beweggründe sind. Ach komm. Und da war es tatsächlich ein größerer Jäger aus Süddeutschland mit mehreren Revieren. Und bei ihm war es wirklich die reine Angst, dass er sein Wildfleisch nicht mehr bekommt. Aktuell läuft alles gut. Ich habe ihn dann auch gefragt, wir könnten ja auch zusammenarbeiten, was machen. Aktuell läuft alles gut, aber das, was ihr da macht, Ach Und jetzt komm. wollen sie gucken, wie man uns an den Karren fahren kann, zum Beispiel. Ach komm, ach, das ist so asozial, verstehst du? Und ich bin der Asoziale von denen allen, weißt du? Und die sind aber, die verhalten sich alle so. Das ist ja das große Problem, deswegen habe ich den Namen ja auch so gewählt. Das ist ja eher mehr so Spiegel vorhalten, ja? Anstatt dass man, da kann ich mich schon wieder gleich sofort reinsteigen. Also verstehe ich total, dass das natürlich schon, man denkt, man tut für die was Gutes auch so ein bisschen, für die Jäger was Gutes mit und überlegt sich da was Tolles und dann kommen alle und sind nur wieder dagegen und ach ja, okay, nee, verstehe ich. Na, ich fand es aber gar nicht mal so den frustrierendsten Punkt letztlich, die Jäger, weil wir haben auch tatsächlich auch einiges an positives Feedback bekommen aus der Jagd-Community. Was ich da noch ein bisschen schwieriger fand, waren auch tatsächlich die Regulatoren und die Bürokratie in Deutschland. Erstmal herauszufinden, was musst du machen, wie musst du das machen, wie muss das zertifiziert sein und dann stehst du da auf einer Besichtigung, hast eigentlich eine recht tolle Immobilie. Und dann schickt da die Lebensmittelüberwachung den Chef, einen Praktikanten, einen Mitarbeiter, das Gesundheitsamt kommt auch noch jemand, vom Arbeitsamt kommt jemand und der Vermieter denkt sich, also die will ich jetzt sicher nicht vermieten. Das ist ja gruselig da. Acht Beamte kamen da, um sich diese Räume anzugucken, obwohl eigentlich unsere Regulatorien relativ niedrig sind, die wir einhalten müssen. Also es ist nicht vergleichbar, also es ist Ich meine, alles schon eingeschweißt. wir bekommen ja eingeschweißte Produkte und verschicken die auch eingeschweißt, weißt du, also wir packen die in eine neue Kiste. Es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie was auspacken und dann mit rohem Fleisch hantieren würden oder so. Deswegen können wir das als Händler auch machen. Ne? Also Gibt's ja auch nicht. ich kenne das. Wir hatten früher auch Kühlhäuser, also wo wir dann Fleisch gelagert haben. Und da kenne ich diese verrückten Regularien, die man da hat. Ein Kühlhaus ist vielleicht noch ein bisschen strenger, schätze ich jetzt mal, als das, was ihr macht, weil ihr sagt, verpackt. Bei uns hingen da wirklich die Fleischhälften dann auch drinnen. Ne? Aber auch wenn wir sagen müssen, wir hatten da Kistenwaschanlagen zum Beispiel, ne? Dreckige Kiste fährt auf der einen Hallenseite rein, kommt sauber auf der anderen raus. Da ist natürlich Hygienekonzept auch das A und O. Und da waren oft so Veterinäre und was weiß ich alles, wie die alle heißen, da am Start. Das ist schon krass, was man da alles einhalten muss. Ne? Das ist schon verrückt. Und die Bürokratie in Deutschland sowieso völlig irre. Einfach, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ah, es ist schon. Ich verstehe euch das sehr gut, muss ich echt sagen. Es ist schon nicht einfach. Ja,
keine Ahnung, weiß nicht. Chat, habt ihr noch großartige Fragen? Habt ihr noch irgendwie sowas? Oder wenn ihr noch was erzählen wollt, was euch noch auf der Seele brennt, immer gern her damit, ne? Ja, manchmal gibt es auch noch lustige Geschichten. Weil, also die meisten unserer Kunden sind wirklich sehr, 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 sehr glücklich. Aber manchmal, so wie es halt ist, wenn man Kisten packt, packt man auch manchmal das Falsche rein. Das passiert einfach so ein paar Mal, wenn man viele Kisten packt, irgendwann kommt auch mal was Falsches rein. Und da hatte ein Kunde hatte da mal, er hatte Gulasch bestellt vom Wildschwein. Und was dann da drin war, war die doppelte Menge an Wildschweinrücken. Und der Kunde hat sich dann gemeldet, meinte, also, wir wären ja zu doof, ihn zu betrügen, was wir hier für einen Betrug machen würden. Also, tatsächlich, der Kunde hat auf Social Media geschrieben, wir würden Leute betrügen, indem wir ihnen teurere Produkte schicken. Ja, das ist also, ja auch eine Frechheit. Was fällt euch ein? Was fällt euch ein, mir weiß nicht, die doppelte Menge Rücken zu schicken? Es ist schon, also manchmal machst du schon irgendwie Abenteuer mit. Die Menschheit ist doch einfach irre, oder? Ich weiß nicht. Anstatt dass man das sagt, hey Jungs, danke, dass ihr mir da ein bisschen mehr rein habt, könnt ihr immer so machen. Nee, dann fangen sie auch noch an, eins so in Dreck zu ziehen. Das ist doch krass, oder? Ja, ich glaube, das hat sich dann aber auch alles irgendwie aufgeklärt. Also, ja, die haben dann angerufen, die wollten auch einfach ein bisschen Gespräch. Ja, weißt du hast halt die Erfahrung, dass du, ne, wenn du kaufst bei Amazon was und kriegst halt irgendwas, was nicht so aussieht wie auf dem Bild, ne? Jetzt weißt du schon, du bist schon auf 180, weil du weißt, wenn du jetzt dem eine Mail schreibst, dann antwortet da irgendjemand in Südostasien, der kaum Englisch spricht und das Ding, deine Frage mit Google Translate auf Englisch, auf Chinesisch übersetzt hat. Ne? Und du weißt, das wird jetzt negativ werden. Und wenn du dann halt irgendwie bei uns ankommst oder dich bei uns beschwerst, die sagen dir, hey komm, wir rufen dich kurz an oder wir gehen ans Telefon und sagen hier, tut uns leid. Ne? Alleine, dass da ein Mensch ans Telefon geht, ist, glaube ich. Macht viel aus. Das macht bei vielen Leuten einfach sehr viel aus und das entschuldigt dann auch wieder viel. Also ich glaube, wir sind es oft nicht mehr gewohnt, dass wenn wir irgendwie Zeug im Internet irgendwas schief geht, dass wir wirklich mit Menschen zu tun haben, die sich eigentlich Mühe geben und das halt manchmal nicht klappt und so. Ja, das weil alles halt bei vielen halt zu groß ist. Jetzt gehen wir mal 2 Jahre vor bei euch, da kann das auch anders aussehen. Das ja, natürlich. Ich glaube, es ist uns, also uns ist wahnsinnig wichtig, dass wir da immer sehr, sehr nah dran bleiben. Also das natürlich, irgendwann werden wir Mitarbeiter hoffentlich haben, die uns bei einer ein oder anderen Stelle helfen, einfach weil wir natürlich auch andere Sachen machen. Ja, klar. Oder uns mehr um Social Media kümmern wollen oder ähnliches. Aber trotzdem ist uns wahnsinnig wichtig, dass wir da auch eine Kultur schaffen, wo am Schluss das Menschliche im Vordergrund steht, weil das macht uns auch anders keinen Spaß. Ich glaube, das geht auch mit Wildfleisch gar nicht anders. Du kannst auch, da ist auch ein Limit. Ich glaube, da ist auch ein Limit gesetzt irgendwann mal von der Masse her einfach. Das kriegst, genau. Kriegst du wahrscheinlich nicht mehr unter dann. Kann man als Käufer sehen, wo das Fleisch genau herkommt? Also zum Beispiel auch aus welchem Forstamt? Leider noch nicht. Das ist genau eine Diskussion, auch eine der Diskussionen, die wir gerade mit unseren Zulieferern führen, mit den Zerlegern, die sagen, sie haben die Daten, wir können die auch auslesen. Und da kommt jetzt wieder dieser Teil, dass wir ITler sind, dazu. Wir könnten theoretisch diese Daten auslesen und weiterreichen, zum Beispiel auf unserer Webseite. Dann müsste man da noch sowas machen wie zum Beispiel einen QR-Code oder ähnliches auf die Packung drucken. Das ist alles denkbar und machbar, aber es sind natürlich zähe Diskussionen, auch weil wir noch so klein sind. Das ist natürlich immer, wenn wir zu einem großen Wildhändler gehen und dem erklären, dass er jetzt bitte doch Dinge anders machen soll oder dynamisch irgendwelche Dinge auf Labels drucken soll, das ist manchmal eine zähe Diskussion. Für uns ist das total natürlich, dass man das so machen kann und total, ja, logisch, so sollte man das tun. Der hat davon zum Teil noch nie was gehört. Das ist auch erschreckend halt, weil das halt auch nicht schwer ist, ne? Also das ist wirklich kein Thema. Eigentlich ist es nicht schwer, aber die sind halt dann wieder weniger IT-affin, was ich auch verstehe. Ne, die haben halt ein anderes Geschäft. Ist ja auch okay. Ja, aber damit würden sie nie reich werden, wenn sie das nicht auf die Kette kriegen, endlich IT-affin zu werden. Und es ist egal, in welchem fucking Branche du unterwegs bist, fast. Wenn du das nicht hinbekommst und nicht checkst, wie wichtig IT ist, dann hast du eh schon verloren. Ja, zum Teil, wenn man in, ich meine, der Wildmarkt, die Wildzerleger. Es gibt nicht mehr so viel Konkurrenz in Deutschland. Es gibt da eine Handvoll von größeren Leuten, dann noch ein paar kleinere.
zum Teil geht es denen auch gut. So gut, dass sie dann. Dass sie das schon wieder nicht brauchen. Ja, wegen Reichtum geschlossen ist bei der Digitalisierung leider häufig ein Faktor. Also ich kann vielleicht mal aus meinem Dayjob sprechen. Ich komme aus der also ich bin im Moment in der Baustoffbranche oder mache IT für die Baustoffhändler. Da ist dieses Jahr auch irgendwie so, dass halt im Allgemeinen die Story ist, naja, IT-Projekte im Prinzip total gerne, Geld hätten wir auch, aber wir sind gerade zu beschäftigt mit Geld verdienen. Ja, ist verrückt, gell? Es ist abgefahren, aber ich glaube, das wird sich jetzt auch verändern. Einerseits, weil sich der Markt verändert, ne? Weil natürlich jetzt auch irgendwie Verbraucher das anders nachfragen. Also ne, Transparenz ist ein großes Gut, das ist, jeder will es haben, auch wenn wir jetzt natürlich mit Händlern reden, mit Endhändlern zum Beispiel, mit Bioläden oder so, da ist natürlich ganz häufig, da sind die Anforderungen anders und die Ideen auch schon anders. Also das geht schon viel in die richtige Richtung. Die Diskussionen bleiben natürlich, es sind keine Selbstläufer. Es ist nicht so, dass man sagt, hey, aber wir machen das jetzt einfach mal. Aber es ist so krass, weil wenn wir gucken, da reden wir ja quasi von Biofleisch so in der Richtung. Ne? Mhm. Und wenn du dann sagst, ja, da möchte eh schon jeder wissen, wo es herkommt. Gell? Also am liebsten möchte ich ja wissen, wo meine Kuh gestanden hat, die ich fresse. So. Mhm. Und dann kommen die anderen noch nicht mal auf die Idee zu sagen, ey, da machen wir einen QR-Code drauf, weil dann wissen die Leute noch mehr, wo das herkommt. Und ich sag dir, warum die das nicht machen müssen. Weil ihr es vorhin schon angesprochen habt. Altersheim, Kantine, genau. Ist so scheißegal, wo das herkommt. Weil das nicht der Endkunde in dem Sinne kauft, sondern weil das halt irgendwo verramscht wird in der Regel. Und da ist es auch wurscht, wo das herkommt. Ne? Das ist das. Genau, das ist, da ist der Druck einfach noch nicht da. Aber das ist ja genau das, womit wir jetzt ein bisschen aufräumen wollen. Wenn wir da auch einfach ein bisschen mehr, ich sag mal, Druck aufbauen können, weil wir ein bisschen größer sind, dann sind das natürlich ganz andere Diskussionen da. Das Schöne ist, es passiert, glaube ich, gerade ganz viel. Das ist natürlich für uns auch immer herausfordernd. Es gibt ganz viele Leute, die jetzt gerade anfangen, Wildfleisch zu vermarkten in irgendeiner Form. Also vom Gastronomen, der sagt, hey, ich habe jetzt meinen Laden irgendwie ein Jahr lang zugehabt, ich muss irgendwie Geld verdienen, bis zum einen oder anderen kleinen Wildzerleger, der sich jetzt einen Online-Shop zugelegt hat. Gibt es da alles Mögliche? Das finden wir ja an sich auch gut, weil das ist nur die Bestätigung, dass wir auf einem, sagen wir mal, grundlegend richtigen Kurs sind. Ja. Also anders als die Jäger finden wir das an sich durchaus gut, wenn es da Konkurrenz gibt. Da haben wir auch das Selbstvertrauen, dass wir das schon hinkriegen. Aber das geht alles in diese Richtung, mehr Transparenz, klarer zeigen, wo kommt das Fleisch her. Und da, also ich habe da ein Bild vor meinen Augen, dass du irgendwann mit deinem Handy halt die Packung scannst, den QR-Code oder den Barcode scannst und dann kommst du bei uns auf der Website raus und dann gibt es da ein Bild von dem Jäger und eine Karte von dem Revier. Das ist noch geiler. Dann kannst du nachvollziehen, wo das herkommt und ja, warum das einen kurzen Weg genommen hat. Vielleicht kannst du sogar nachvollziehen, hey, das wurde da geschossen, wurde dort zerlegt, ging dann bei uns in dieses Lager und dann ist es zu dir gekommen. Und auf dem Weg sind so und so viele Gramm CO2 entstanden und die haben wir wieder wieder gut gemacht oder was weiß ich. Kompensiert, das war das Wort, das ich gesucht habe. Ne? Also, das sind alles so Ideen, da wollen wir irgendwo hinkommen. Mhm. Aber für alles brauchst du natürlich Zeit und Energie und ja, am Ende des Tages auch Geld. Und da wir jetzt irgendwie auch nicht, wir haben jetzt nicht irgendwelche gigantischen Investoren hinten dran oder so, die uns hier, was haben die Gorillas eingesammelt, 20 Millionen für, weiß ich nicht, wir stellen im Berliner Kiez irgendwie Lebensmittel zu aus dem Supermarkt. Das haben wir alles nicht. Wir müssen es irgendwie aus unserer eigenen Energie schaffen. Wir wollen es auch, glaube ich. Also das ist was wir auch nicht wollen in dem Sinne. So, irgendwie so aufgeblasen zu werden. Was halt schade ist oder was vielleicht auch ein Problem ist, ist, dass tatsächlich dass die Jagd, also würde ich nicht sagen, grundlegend schlecht behaftet ist, aber wirklich ein Problem ist. Also es gibt ja viele Leute, die gerne Fleisch essen, aber trotzdem die Jagd verurteilen, aber sich lieber tatsächlich das Fleisch dann irgendwo halt so vom Metzger kaufen aus irgendeiner Massentierhaltung oder sonst irgendwas. Das ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen schwierig, weil wenn du jetzt so Bio-Zeug verkaufen würdest, dann würde jeder sagen, ah ja, ja, siehst du mal, Bio, das ist ja toll, ne? Aber Wildfleisch, also so jeder, der normal denken kann, der versteht, dass das Wildfleisch natürlich noch besser ist. Aber leider können viele Leute nicht denken, wie die Pandemie auch schon herausgestellt hat. Oder haben ein bisschen Pech beim Denken. Und ja, da hast du diese, ja, der Jäger, der schießt halt das Tier tot, ne? Das ist halt das
immer noch so ein bisschen verankert. Jägerschaft hat einen schlechten Ruf in der Bevölkerung. Ja. Das ist so. Das Seltsame ist, dass Jäger ja unter Jägern offensichtlich auch einen mäßigen Ruf haben. Ne? Also wer will es den anderen vorwerfen, wenn die Jäger untereinander schon zum Teil ein bisschen die Nase rümpfen? Richtig, so. Und das ist... Aber, ja, das ist, was ist denn also, da? Du kommst von außen, jetzt machen wir mal ganz kurz den Check so. Du kommst von außen und bevor du jetzt irgendwie Kontakt mit Jägern oder so hattest, was war denn dein Denken über die ganze Bude oder wie hast du dich mit dem Thema Jagd beschäftigt? Ich habe, also mein erster Kontakt zur Jagd war mal irgendwie als kleiner Bursche auf so Urlaub auf dem Bauernhof mäßig und dann haben wir, bin ich mit dem Jäger mal mitgegangen und er hat mir da alles gezeigt und wir haben dann am Schluss sind wir auf Fisch gewechselt und wir haben dann geangelt, aber so war der erste Kontakt, den ich mit dem Thema hatte. Ich habe ja vorher die Story erzählt, wie ich damals irgendwie versucht habe, Fleisch für meine Family zu kaufen. Die ganze Erfahrung war eher negativ. Ich hatte eher das Gefühl, dass ich gerade störe. Ja, also ich will dir zwar Fleisch abkaufen, aber irgendwie nervt es, hat es denen einfach genervt. Also auch den, die, oder die ich dann am Schluss erreicht habe. So, ja, ich kann mal schauen, wenn was übrig ist, dann vielleicht eventuell, ich rufe mal an. Also das fand ich sehr, ich fand es sehr unangenehm. Also so, als würde ich gerade irgendwie bei was Wichtigerem stören. Das war doof. Ich bin jemand, der sich mit dem Thema Fleisch und wo das herkommt, eh mehr beschäftigt, denke ich, als der Durchschnittsdenker oder so. Also mir ist bewusst, dass wenn ich ein Steak esse, dass dafür ein Tier gestorben ist. So, das ist so. Ich glaube aber, dass das für viele Leute eine Herausforderung ist, genau an dem Thema Jagd, dass du kommst gedanklich ja nicht an dem Thema vorbei. Wenn ich an Jagd denke, dann denke ich daran, dass da jemand mit dem Gewehr in den Wald geht und am Schluss stirbt ein Tier und daraus kriege ich ein Steak. Das kann ich nicht komplett einfach ignorieren bei dem ganzen, also wie die Lebensmittelindustrie und Fleisch funktioniert in Deutschland. Dann kann ich das irgendwie wegabstrahieren. Ich weiß ja nicht so ganz genau, wie das in so einer Schlachterei aussieht, wie das in einer Mast aussieht. Also ich weiß es, weil ich mir das halt mal angeschaut habe, weil ich mal hingegangen bin. Und dann weiß ich halt auch, okay, das muss ich mir nicht unbedingt antun. Also für so ein halbscharriges Schnitzel muss ich mir das vielleicht nicht antun. Und für ein gutes Steak kann es mir das wert sein. Das ist so eine Abwägung, die mache ich. Die machen, glaube ich, mehr und mehr Leute. Mhm, auf jeden Fall. Also ne, der ganze Treiber hinter der ganzen Idee, nachhaltig Fleisch zu bekommen, das ganze Movement auch verstehen zu wollen, wo das Tier herkommt und auch alles am Tier zu verwerten und so weiter, das ist ja da, also das passiert ja. Ich glaube, da passiert schon sehr viel. Und da auch, ich sag mal, die Transparenz mitzunehmen und auch zu erklären, hey, das ist das Ding, was wir hier machen. Und ja, da stirbt ein Tier, aber das ist nicht unbedingt nur schlimm. Ich glaube, das ist ehrlicher. Ein ehrlicher Fleischgenuss. Das ist meiner Meinung nach der ehrlichste überhaupt. Und wie du schon sagst, es gibt immer mehr Menschen, die das tatsächlich auch so sehen. Es gibt ja auch dieses Vegan jetzt, weißt du, also nur Wildfleisch essen und sonst gar nichts. Und ganz viele Vegetarier, was heißt ganz viele, aber man kennt mittlerweile viele, die tatsächlich wieder angefangen haben, Fleisch zu essen und haben einen Jagdschein gemacht. Und das gibt es wirklich ganz häufig, die sagen, okay, dann weiß ich, wo mein Fleisch herkommt. Dann habe ich das selber in der Hand und so weiter. Also ich glaube, die Richtung geht schon in diese Richtung. Nur die Jagd muss endlich mal schaffen, sich ein bisschen besser zu vermarkten einfach. Und das ist eben unter, du hattest, ich würde es mal so beschreiben oder könnte mir es gut vorstellen, so habe ich das früher auch erlebt, wo ich nichts mit Jagd zu tun hatte. So ein Jäger hält sich immer für was Besseres. Wie du schon sagst, du störst ihn jetzt bei was Wichtigerem. Ja, verstehst du? Also, so er hat halt den Durchblick von der ganzen Welt und du bist halt jetzt so ein Nervling, der jetzt auch noch Fleisch von ihm will, obwohl du gar keine Ahnung davon hast. So, und das ist ein bisschen dieses Jägerdenken, so habe ich immer oftmals das Gefühl, so ich bin ein bisschen was Besseres wie du. Das ist das ganz, ganz arg Schlechte. Und da kommt auch dieser Neid und diese ganze Geschichte, so wie dass ihr gleich Neid abgekriegt habt, nur weil ihr das machen wolltet. Und so ist es halt auch, wenn jetzt da noch 50 Jäger bei mir im Umfeld dann bin ich ja nichts Besonderes mehr. Ne? Also dann, das ist leider auf allen Ebenen so. Jetzt habe ich hier gerade noch eine Frage gesehen. Seht ihr ein Problem, dass ihr von einem schlecht steuerbaren Materialzufluss abhängig seid? Wildfleisch wird ja nicht stetig produziert und Mengen sind jetzt letztlich auch von vielen Faktoren abhängig. Also eine Sache, die wir haben da ein gewisses Konzept, wie wir damit umgehen. Wir haben ganz, also
auch der Jäger macht es ja ein bisschen, dass er dann irgendwie versucht, sag mal, die Sachen, die er jetzt noch mehr hat, leichter loszuwerden oder jemandem noch, komm hier, ich gebe dir das noch mit oder so. Und so haben wir auch eine Wildbox, wo wir sagen, da kommen halt Sachen rein, die jetzt gerade zum Beispiel saisonal sind oder von denen wir gerade ein bisschen mehr im Lager haben, wo wir so ein bisschen drauf eingehen können, wo kommen wir leichter hin, wo können wir, wo kriegen wir vielleicht auch einen günstigeren Preis gerade. Und versuchen das auch weiterzugeben. Im Großen ist es aber schon so, dass es auch relativ viel, ich sag mal, Lagerkapazitäten gibt, sowohl bei den Händlern als auch bei den Zerlegern. Also da gibt es schon relativ viel auch an Kapazitäten, ich sag mal, auch diese ganz harte Saisonalität ein bisschen auszugleichen. Fleisch hält sich ja tatsächlich. Wenn man es bei unter minus 21 Grad einvakuumiert lagert, da hat man auch modern zertifiziert auch schon mittlerweile Haltbarkeiten von über 3 Jahren. Selbst Okay. beim Wildschwein bekommt man das mittlerweile hin. Auch lebensmittelrechtlich zertifiziert. Natürlich, der Kunde, wenn der am Ende ein Stück Fleisch bekommt, was 3 Jahre alt ist, dann ist er nicht glücklich. Nee. Der möchte ein Stück Fleisch, das sollte aus diesem Jahr sein, aus Opa, dem letzten Entschuldigung. kommt und die Jagdsaison ist um. Da kann man es ihm auch noch gut erklären, dass er jetzt halt eben gerade dann keinen Hirsch mehr bekommt aus diesem Jahr, weil die Saison um ist. Dass es dann aus dem letzten ist. Das ist halt Aber schwer gewohnt, ne? Also wir kriegen ja alles und immer überall, ne? das lässt sich dann schon erklären, denke Aber ich. ich glaube, das ist auch so ein, das geht dann auch mit diesem Nachhaltigkeits- und mit diesem Verständnis, wie das denn funktioniert, einher. Ich glaube, dass wir so kollektiv ein bisschen genervt sind von diesem, alles ist gleichmäßig. Ne? Warum gibt es so alberne Trends, dass irgendwie die Teenies sich jetzt wieder Vinylplatten kaufen? Weil das halt was, in dem Fall vielleicht künstlich, aber was Limitierendes hat. Also das ist halt eine andere Erfahrung, als irgendwie auf Spotify den hunderttausendsten Song zu streamen, halt in den Laden zu gehen und durch Vinylplatten zu flippen und zu schauen, hey, was lacht mich gerade an? Und genauso sind wir es halt irgendwie leid, durch anonyme Discounter zu laufen, wo ein Ding aussieht wie das nächste und ich eigentlich nur am Preis unterscheiden kann, was besser ist. Oder halt bei Amazon durchzuflippen, was die jetzt gerade im Angebot oder als Hot Sale haben oder so. Die Gesellschaft wird halt wahrscheinlich vielseitiger, nehme ich an. Ne? Sonst hast du alles über einen Kamm scheren können. Der Verbraucher war berechenbar ein bisschen und jetzt hast du einfach viele so Subkulturen in der Richtung. So. Es gibt ja keine Punks mehr großartig so oder wie zu meiner Jugend. Ne? Oder hast halt Hip-Hopper gehabt, ne? Punks und was weiß ich. Ne? So und das entwickelt sich jetzt alles so in krasse Veganer, Vegetarier, dann irgendwelche anderen Hipster und wie auch immer. Ne? Und da kann gut sein, dass jetzt einfach, sag ich mal, der Konsument in dem Fleisch- oder Lebensmittelsektor oder allgemein in dem, was er verbraucht, einfach so hippiemäßiger stellenweise wird und die einen halt extremer, die anderen weniger. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das ist auch wieder sowas. Da hilft Technologie am Ende auch total, auf total alberne Weise. Aber damit, dass es halt zum Beispiel so easy ist, jetzt irgendwie mit Apple Pay und Co. sicher in kleinen Shops zu bezahlen, ist es auf einmal viel einfacher zu sagen, hey, ich muss nicht bei Amazon kaufen, sondern ich mache das vielleicht irgendwie anders. Und ich gehe bei diesen Wildschutzjungs vorbei und finde das irgendwie sympathischer oder persönlicher. Ja. Da wächst auch viel Vertrauen auf der Basis, was auch sehr schön ist. Wie lange machen wir? Fast schon eine Stunde. Oh, jetzt ist er weg. Ja, jetzt sehen wir ihn nicht, aber. Es reicht. Ihm reicht es jetzt auch. Gar nicht, gar nicht. Ich bin voll da. Ich wollte nur kurz hier ein Fenster zumachen, weil bei mir fängt das an, dermaßen zu stürmen. Und da habe ich kurz, ganz kurz mal, damit ihr nicht meinen Bauch anschauen müsst, habe ich mal kurz die Kamera ausgemacht. So schlimm wäre das nicht gewesen. Wir sind ja hier unter uns. Du kannst mein Bauch nicht. Ja, bei uns ist Gott sei Dank das Unwetter ein bisschen vorbeigezogen. Ich war ja heute schon feuerwehrmäßig auf der Autobahn unterwegs und dann beim Abrücken hat die Leitstelle schon gefragt, ob die Fahrzeuge ready sind, weil Sturm ist im Anmarsch. Aber ist Gott sei Dank bei uns vorbeigezogen. Die 3,5, 4 Stunden oder was da fast auf der Autobahn haben wir heute auch gereicht. Ich bräuchte jetzt nicht noch mehr. Langt für heute. Aber Ja, so. kann ich machen. Waldtussi schreibt ja auch die ganze Zeit schon, hier ist Weltuntergang. Also hier blitzt und donnert es gerade ganz fürchterlich. Also ist hübsch. Also von hier drin aus ist hübsch anzuschauen, muss ich Ja, zugeben. bis der irgendwo in der Nähe einschlägt. Bei uns ist jetzt neulich im Kirchturm der Blitz eingeschlagen. Da war hier mal kurz Sendepause, hat es eine FI rausgehauen. Oh, okay. Also ich sitze unterm Dach. Wenn es hier einschlägt, dann habe ich verloren, glaube ich. Oh ja.
dann machen wir halt aus. Nee, bisher, ich fand es jetzt sehr interessant. Das Konzept ist auch wirklich interessant. Es hat jetzt mal einen kleinen Einblick, glaube ich, gegeben. Und die Leute freuen sich jetzt dann auch schon auf die Verlosung. Letztendlich, wir machen das dann so, die geben mir dann die Adresse und ich reiche die an euch weiter oder die geben es euch direkt. Mache ich dann am Schluss vom Stream. Also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das ein bisschen erklärt habt. Wie gesagt, ich unterstütze euch da gern. Ihr könnt auch gern in Zukunft, wenn ihr irgendwie Bock habt, da gerne mit mir mehr Kontakt aufnehmen oder mit der Community hier. Vielleicht auch im Discord oder so. Das macht immer Sinn, glaube ich. Und die Waldtussi will Aufkleber von euch. So nebenbei bemerkt, weil die hat so einen komischen Eimer und da klebt die alles Mögliche drauf. Also braucht ihr Aufkleber. Wir haben noch keine Aufkleber, aber ja, sobald wir sie haben, komme ich hier vorbei und dann schicken wir euch welche. Genau. Also vielen Dank euch, dass ihr mal euer Konzeptchen so ein bisschen vorgestellt habt. War interessant. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Es war cool, hat echt Spaß gemacht bei euch. Alles klar, sehr schön. Gut, dann, wenn ihr Bock habt, ich hau später nochmal den Discord-Link rein, könnt ihr da gerne auch mal reingucken in den Discord. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank. Wir hören uns. Haut rein. Bis dann. Danke, ciao. Servus, bis bald. Ciao.